Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Mann, die ist ja super, brauche ich gar nicht viel sagen. Also guten Morgen zu diesem wunderschönen herbstlichen Tag hier im Schwarzwald. Heute bin ich mal wieder mit Marvin und Melina unterwegs. Die zwei wollen noch mal eine Nacht im Zelt verbringen. Und nachdem jetzt so ein wunderschönes Wochenende angesagt ist, sollten wir sagen, wir machen mal wieder eine Tour. Und dann gehen wir gleich los. Ja? Als erstes gehen wir mal nach Musbach. Da gibt es einen Bauernhof und die haben so einen Hofladen. Und da werden wir erstmal nach frische Eier für unser Frühstück morgen früh schauen. Also, gehen wir los, ja? Ja. Auf geht's. Wie ich gedacht habe. Ich dachte, es ist jetzt so kalt, dass ich meine Handschuhe und alles angezogen habe. Aber jetzt habe ich erstmal alles wieder ausgezogen, weil es einfach zu warm ist. Hier hinter uns liegt jetzt Frutenhof. Und da muss ich jetzt auch mal was zu sagen. Frutenhof ist ein schönes kleines Dorf und ist sehr einfach zu finden. Und auch ich bin da einfach zu finden, gerade weil das Dorf nicht so groß ist. Aber es wäre mir doch recht, wenn ich permanent irgendwelche Leute bei mir vor der Tür stehen und Hallo sagen wollen. Weil ich weiß nicht, wie es euch gehen tät. Irgendwann kann es lästig werden. Also es wäre mir recht, wenn nicht mehr so arg viel oder besser gar niemand mehr einfach so vorbeikommt und mich hier besuchen will. Das geht einfach so nicht mehr. Auch meine Frau nervt es langsam. So, das habe ich jetzt hiermit auch mal gesagt. Und jetzt gehen wir weiter nach Musbach. Musbach zum Eierladen. Eierladen. Zum Bauernhof, zum frische Eier kaufen, genau. Mhm. Weiter geht's. Und die meisten werden schon gemerkt haben, dass ich eine neue Regenjacke habe. Auch da habe ich natürlich was zu erzählen. Aber nachher später im Stehen. Muss gerade schon wieder schnaufen. Der Anhänger ist ganz schön schwer. Ich habe alles da drin. Das zieht ganz schön nach hinten. Fahren wir von unter nach Obermusbach. Marvin, jetzt links. Ja, was gibt's da alles? Frische Eier aus Odenhalmtor. Ja, das ist okay. Halt ein Päckle lang, dann Marvin. Dann gibt's noch, kann ich nicht lesen. Guck mal, was hat's da noch alles? Honig. Honig. Sirup. Zucchini. 10 Eier, 2,40 Euro. Mein Papa hat falsch gelesen. Warum? Was steht da? Weil da steht 6 Stück 2,40 Euro und 10 Stück 4 Euro. Da müssen wir noch was reintun, ne? Und zwar noch 60 Cent. Und 1 Euro. Ja. 1 Euro 60 Cent. Dann tun wir das auch noch rein, ne?
für unser Frühstück morgen ist jetzt also gesorgt. Jetzt fahren wir hier ziemlich steil den Berg hoch. Na, klappt's noch? Und wenn wir dann oben sind, dann erzählen wir euch was über unseren Weg und was wir heute so vorhaben. Aber erstmal hochkommen. Boah, mit dem Hänger, das haben wir. Boah, der Anhänger. Also, ich gebe mich geschlagen. Die zwei fahren, aber ich schieb lieber. Wir haben ja genug Zeit. Jetzt also mal zu unserer Tour, heute und morgen. Ich werde mal die Karte einblenden. Wie ihr seht, wir sind wieder in Frutenhof gestartet und sind über Musbach, Untermusbach, Obermusbach, da haben wir die Eier geholt, sind jetzt am Segelflugplatz von Musbach, fahren da vorbei und fahren weiter Richtung Kölberbronn. Da geht es am Waldspielplatz vorbei, aber ich schätze mal erst mal drauf und dann vorbei. Und dann links runter, steil hinunter bis nach Erzgrube und zur Nagoldtalsperre. Da wollen wir schauen, ob die Catcar da offen haben, dass wir eine Runde mit der Catcar fahren können an der Nagoldtalsperre. Ja, und dann fahren wir weiter an der Nagold entlang. Bis kurz vor Altensteig, da ist ein Campingplatz und da wollen wir dann übernachten. Zwischendrin wollen wir uns was Schönes zum Essen machen und einfach den Tag genießen. Und morgen geht es dann weiter, bis nach Nagold wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir erstmal bis nach Kölberbronn ist das nächste Ziel. Auf geht's! Es geht jetzt schon wieder der Berg ganz steil hoch und deswegen müssen wir jetzt erstmal was trinken. Ja. Gibst du Schabi? Und jetzt musst du mir Schabi geben. Und wer gibt mir Schabi? Ich! Ah, kommst du überhaupt so hoch? Dankeschön. So, jetzt packen wir den Berg voll, ja? Tätest du dich mehr über ein Bier freuen? Ja, ich tät mich mehr über ein Bier freuen. Aber dann, heute Morgen noch nicht. Da müssen wir warten, bis Mittag ist. Dann hilft dir Melli auch noch nachher. Heute kann man wirklich sagen, goldener Oktober. Wunderschön hier im Wald. Da kommt jetzt gleich Kölberbronn. Da gehen die zwei Kleinen auf den Spielplatz und da werde ich die Gelegenheit nutzen und werde euch mal ein bisschen was über meine neue Jacke erzählen. Ja, da links.
wir wollten gerade hier auf dem Spielplatz, aber da haben wir gemerkt, dass der, da habe ich gerade der im Rasen gemäht und deswegen wollen wir da auch jetzt nicht hin. Da fahren wir gleich weiter runter zur Nagoldtalsperre. Ja. Nach Erzgrube. Ja. Bannwald. Dieser Wald soll sich ungestört zum Urwald von morgen entwickeln. Er dient außerdem als wissenschaftliche Beobachtungsfläche für die Urwaldsforschung. Bitte entnehmen Sie keine Pflanzen, sammeln Sie keine Früchte und bleiben Sie auf den Wegen. Beachten Sie, im Bannwald ist die Gefahr durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume besonders groß. Erster Spielplatz war schon mal nix. Aber noch sind sie fröhlich, kein Problem. Jetzt fahren wir hier runter, Nagoldtalsperre, und hoffen, dass das mit der Catcar klappt. Wenn das nicht klappt, dann habe ich langsam schlechte Karten. Hier sieht man schon die Nagoldtalsperre und wir hoffen, wir kriegen da ein Catcar. Oder drei. Nehmen wir drei? Ja. Na klasse. Und wenn wir keinen Catcar kriegen, schon will mit dem Fahrrad um die Erzgrube fahren. Oh, das müssen wir nachher sowieso, gell? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, aber ich weiß es. Also fahren wir los. Na, das mit dem Catcar hat wenigstens geklappt. Jetzt sind wir umgestiegen. Jetzt geht's auf vier Rädern weiter. Klasse. Jetzt nicht mehr so viel Wasser. Was für ein herrliches Wochenende. Wirklich super. So macht Wochenende mal Spaß. Und ich freue mich auch schon nachher aufs Essen, auf unseren Campingplatz heute Abend. Das wird echt ein klasse Wochenende. Hey Marvin. Ich darf nicht überholen. Jetzt sind wir gleich vorne an der Staustufe oder an der Staumauer. Da werden wir umdrehen, fahren wieder gemütlich zurück, holen unsere Fahrräder und dann gibt's Mittagessen. Hunger hätte ich jetzt. Zurück geht's zu den Fahrrädern. Da wollen sie noch ein Eis essen und dann fahren wir weiter und tun dann Mittagessen, wie gesagt. Und solange ich jetzt hier gemütlich zurück radel, oder wie sagt man da mit dem Catcar, noch was wie angekündigt zu der Jacke. Ich bin ja das letzte Mal hier runtergefahren bei Starkregen, habe ein Video gemacht und habe euch gefragt, habt ihr irgendwelche Tipps für Regenjacken? Und da kamen viele Tipps und unter anderem auch hat jemand geschrieben, er holt seine Sachen immer bei Wolf. Wöfo, der Name ist mir noch nicht mal geläufig, Wöfo
und das ist bei Oberkirch und da wäre ein Fabrikverkauf. Okay, habe ich gedacht, Oberkirch ist ja nicht weit weg von uns und das ist sogar noch kurz vor Oberkirch, weiß gerade aber nicht, wie der Ort heißt. Aber ich kann den Fabrikverkauf, kann ich euch mal verlinken. Ja, ich bin da hingefahren mit der Celine und habe mir das angeguckt und muss sagen, ich war echt begeistert. Und ich habe mir dann nicht nur eine Jacke geholt, ich habe mir dann sogar gleich zwei Jacken geholt. So begeistert war ich. Und ja, das ist jetzt eine davon. Ich habe sie ja natürlich bei Regen noch nicht testen können, aber so jetzt zum Anziehen ist sie mal genial. Voll leicht. Die hat da so ein Päckchen dabei, wo man die einpacken kann. Ich habe sie heute Morgen gewogen, die wiegt mit dem Tütchen da, wo sie reingehört, nicht mal 300 Gramm. Man kann sie schön leicht zusammen machen. Hat Wassersäule von 15.000, das ist natürlich extrem. Und ich sage ja, schön angenehm zum Tragen, schön leicht. Und ich fühle mich wohl drin bisher. Aber wie gesagt, wir werden das Thema noch testen bei Regen. Und dann kann ich erst eine Aussage machen, wie gut die Jacke wirklich ist. Die zweite Jacke, wo ich gekauft habe, die habe ich mir zum Wandern gekauft. Das ist genau die gleiche Jacke, wie die Ranger im Nationalpark oben anhaben. Nämlich die Firma, die stellt auch die Jacken für die Ranger her, stellt auch Jacken für die Polizei her, für den Zoll und so weiter, auch Arbeitsjacken und alles Mögliche. Wie gesagt, ich fand es super, den Job. Vielen Dank an den, der mir den Tipp gegeben hat. Und wie gesagt, ich werde den Shop mal unten verlinken. Das ist so ein Fabrikverkauf. Wie man ansonsten an die Jacken kommt, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber ihr könnt ja mal schauen. Okay, alles klar. Und jetzt aber zum Fahrrad. Heute gibt's den Nachtisch vorm Essen, ha? Mhm. Und für den Papa? Ein Bier. Kleines Albersbacher. Es ist auch schon 12 Uhr. Dann dürfen wir das, gell? Dankeschön. Und jetzt wieder in gewohnter Höhe vom Fahrrad aus. Jetzt fahren wir wieder vor bis zum Stauende, bis zur Staumauer. Und da wollen wir unser Essen machen. Wir haben alle erfahren, dass wir Fleischsuppe machen. Jetzt hast du verraten, ne? Was machen wir? Flötlesuppe. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Dann sag's nochmal. Flötlesuppe. Genau. Das super, das hast du richtig gesagt. Ja, auch. Dann essen wir da. Ja? Mhm. Der Marvin kocht heute, ha? Mhm. Und was gibt's zum Essen, Marvin? Wie heißt's? Flädlesuppe. Darf ich das hier reinmachen? Frag mal der Koch. Darf ich? Ja. Ich werde jetzt gleich erstmal die Brühwürfel reinmachen, ne? Und dann die Flädle kommt dann danach rein. Ja, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Genau. Ja, Freunde, ich habe meine Küche. Da brauche ich nicht mehr viel machen. Da bleibt mir nur noch eins, eine Dose Bier aufmachen.
magst du ja auch gern. Was soll's? Und klappt's, ja? Ja. Die Flädle hat die Sabine fertig gekauft. Die wollte eigentlich Pfannkuchen machen. Aber sie hat gestern keine Zeit mehr gehabt. Dann hat sie uns sowas besorgt. Hat ist auch okay. Gesagt. Und wir haben eh keine Lust zum Pfannkuchen machen, oder? Wir tun das so nehmen. Ja, weil ich glaube, es wäre schlimmer, erst Pfannkuchen zu machen, die dann zu schneiden und dann erst wieder alles putzen und dann erst wieder anfangen. Genau. Sie ist meine Assistentin. Sie muss rühren. Ich mache ganze Zutaten und so. Ja, die Kleinen essen schon. Ich fange jetzt auch an. Und schmeckt? Ja. Können wir nur noch sagen, guten Appetit. Super. Wir haben gut gegessen, wir haben gespült. Wir verlassen jetzt die Nagoldtalsperre und fahren runter an die Nagold und der fahren wir entlang bis zum Campingplatz. Los geht's, ja? Auf! Papa! Ja? Ich dachte, das wäre ein bisschen länger. Ja, wir sind ja noch nicht da. Jetzt fahren wir hier schön neben der Nagold. Da sind immer wieder so Fischteiche. Und ich habe mich gerade gefragt, warum mein Tacho jetzt gerade so 17 Kilometer hat und mein Navi aber fast 23,7. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen. Na klar, ich hatte das Handy in der Tasche, wo wir mit dem Catcar gefahren sind. So, dann zählen wir diese Kilometer mit dem Catcar halt mit. Dann werden es so circa 30 bis zu unserem Campingplatz. Das ist zwar nicht der große Renner, aber für uns tut es das und wir wollen ja einen schönen Tag haben. Wir wollen keine Riesentour, wir wollen einfach nur Spaß heute. Und den haben wir bisher. In 6 Kilometer sind wir in Altensteig und dann können wir unser Zelt aufbauen. Ja, hier im Tal, im Schatten ist es kalt. Der Marvin hat jetzt auch den Pulli wieder anzogen. Ich habe ja die Jacke schon vorher anzogen. Und mit Jacke und Pulli geht's. Und Melina spielt Fähnchen. Ja. Gehen wir zum Campingplatz, ja? Mal aufbauen. Ja, jetzt haben 20 Euro der Besitzer gewechselt und wir haben hier ein wunderschönes Plätzchen direkt in der Sonne. Da ist der Bach oder besser gesagt die Nagold. Hier ist noch ein Bach in meinen Augen. Und jetzt werden wir mal Zelt aufstellen, tät ich sagen. Und was tätet ihr sagen? Spielen. Hey, die essen M&M, das seid doch ihr. M&M seid ihr doch selber, hallo. Stimmt. Ich muss zu den Schaukeln. Ach, und ich soll Zelt aufstellen, ja? Ja. Mhm.
Ja, wir haben alles hergerichtet, die zwei spielen im Zelt. Ich tue mir auch noch ein bisschen entspannen hier mit einem Stuttgarter zum Wohl. Und danach werde ich hier in der Sonne ein kleines Mittagsschläfchen machen. Ich glaube, das habe ich mir verdient heute. Und dann schauen wir mal, was noch kommt heute Mittag und was wir heute noch zum Essen kriegen. Also, wir wollen uns jetzt nicht mehr ausruhen, sondern wir gehen jetzt zum Spielplatz. Wenn wir einen finden, gell? Mhm. Also, dann gehen wir mal. Hm? Ja, die spielen jetzt da noch am Spielplatz. Ich werde hier noch ein bisschen die Abendsonne genießen. Und nachher wollen sie ja in das Restaurant oder in den Camping-Kiosk, Campingstüble, was auch immer. Da wollen sie Pommes essen und ich werde dann auch einen Schnitzel oder sowas mit Pommes essen. Schönes Bierchen dazu und dann ist der Tag gelaufen. Aber jetzt hier noch ein bisschen die Sonne genießen. Bis gleich. Ach, super hochwasser und dann sind alle noch da. Mhm. Der eigentlich so cool ist. Ich glaube, Papa. Und das ist so ein Weg sein. Also, wir gehen jetzt essen. Schöne Pommes. Und so große Pommes. Das war mal wieder nichts mit dem schönen Essen gehen. Die haben nicht mehr alles da. Die haben so gesehen die Saison schon eingestellt. Ja, aber wir haben ja der Tranke ja dabei. Marvin fängt schon an. Dann machen wir uns halt doch hier selber was zum Essen. Und was gibt's, Marvin? Maultaschen. Maultaschen angebraten. So ist mal der Plan. Dann wird kurz beschlossen, jetzt nicht mehr zu blubbern,
stattdessen was zu futtern. Und alle rufen mit: Guten Appetit! So, dann können wir anfangen. Ja? Hast du eine Gabel? Ja. Heiß. Guck mal. Jetzt haben wir gut gegessen, haben gespült hier jetzt noch. Jetzt gehen wir wieder rüber zum Zelt. Langsam wird es dunkel. Machen wir jetzt noch einen schönen Abend im Zelt. Marvin will noch ein bisschen Video gucken, gell? Und Melina, ein bisschen mit Berli spielen. Und ich ein bisschen schlafen. Wir kriegen den Abend noch rum. Wir sehen uns gleich im Zelt nochmal, da sagen wir dann gute Nacht. So, jetzt gehen wir mal rüber. Dann passt du dein altes Fahrrad in meinen Kopf aus. Hm? Ich bin ab. Ich bin beim Schauhalm. Was willst du, Teddy? Yeah. Teddy! Inzwischen haben wir 20 Uhr. Wir haben beschlossen, wir verkriechen uns in die Schlafsäcke. Draußen wird es langsam kalt. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Und bis dahin, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Berli. Ciao, bis morgen. Ja, guten Morgen, es ist jetzt 8 Uhr. Wir haben sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Gestern Abend, wo wir so ins Bett sind, war 10 Grad. Jetzt heute Morgen sind es gerade noch 3 Grad. Also es ist recht frisch jetzt. Mhm. Man sieht es am Marvin. Aber wie gesagt, wir haben sehr gut geschlafen. Es war schön warm in die Schlafsäcke. Die Melina, die schläft immer noch. Die müssen wir jetzt noch rausschmeißen. Denn wir packen jetzt noch zusammen und rollen dann mal weiter nach Altensteig rein und da gehen wir mal in eine Bäckerei richtig gut frühstücken. Zum hier frühstücken, zum Eier machen ist uns einfach zu kalt. Und Kaffee haben wir auch keinen dabei. Deswegen fahren wir mal in eine Bäckerei und schauen, was wir da kriegen. Dann legen wir los, ja? Und ich glaube, dass der Trangia und die Eier sehen hier schön nass werden. Oh, nö, es geht. Jetzt packen wir mal zusammen langsam. Ja, wir haben wieder alles zusammengepackt. Die Karawane rollt weiter. Wir werden jetzt zum Frühstück gehen und da werden wir entscheiden, ob wir heute noch ein bisschen weiterfahren oder ob wir Feierabend machen für heute und wieder nach Hause gehen und da was machen. Also, wir sind jetzt im Altenstein hin, gehen jetzt zur Bäckerei und frühstücken da erstmal schön und dann holt Mama uns ab, weil Melli kalte Füße hat. Hm. Ja. Na, beenden wir das hier. Bei 3 Grad ist auch nicht so toll zum Fahrradfahren, gell? Ja, Marvin hat sie angedeutet, wir gehen hier frühstücken und dann werden wir abgeholt. Die Melina ist heute Morgen durchs Gras gerannt und es war ziemlich nass. Dann hat sie ruckzuck nasse Schuhe gehabt, nasse Socken, jetzt hat sie kalte Füße.
muss ja auch nicht sein. Und es war so eine schöne Tour. Und jetzt erstmal frühstücken und dann geht's wieder zurück. Ja, Freunde, das war's. Wir haben gefrühstückt. Sabine ist jetzt mit dem Bus wiedergekommen. Wir laden die Fahrräder auf. Der Wagen kommt rein und dann fahren wir wieder nach Hause. Zu euch sagen wir, bis zum nächsten Mal. War wieder toll, dass ihr mit dabei wart. Und natürlich sagen, tschüss. Tschüss. Ciao.